Hallo? Ja, moin, ABK. Digga, ApoRed, Alter, was willst du jetzt wieder von mir? Digga, kannst du mich pushen? Ja, ich hab... Was für pushen wieder, Alter? Ich will nicht mehr pushen, warum? Digga, du bist voll im Heim. Ey, Red, du fuckst richtig ab, ich schwör's dir, Alter. Willst du mich ficken? Ja, okay, heul nicht, ich push dich, Alter, heul nicht. Ja, ich mach Video, jetzt. Fuck, Alter. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon jetzt hier im Titel lesen konntet, ApoRed hat mir eine Nachricht geschrieben. Aber als ich dann nachher die Nachricht genau durchgelesen habe, dann wusste ich, woran es liegt. Wisst ihr, woran es liegt? Ich habe ApoRed gepusht. Ihr habt euch sicherlich gefragt, warum ist ApoRed jetzt im Hype? Ich bin der Grund. Ja, ABK, du hast doch nicht viel. Doch. Bei mir gucken die, aber die abonnieren nicht. Das sind Kanaken, die haben keinen Account. Und deswegen, ich habe ApoRed Fame gemacht. Ganz ehrlich, Leute, der hat mir einen Brief geschrieben, in dem er sich allen Ernstes bei mir bedankt hat für den Push. Lieber ABK, danke fürs Pushen, HDGTL, dein ApoRed. ApoRed, mir. Und jetzt sagt mir schon, ach, laber doch keinen Scheiß, Junge, du mit ein paar tausend Abos, als ob du ApoRed gepusht hast. Doch, ich erzähle euch warum. Letztens, ich war so unterwegs, ne, mit ein paar Leuten am Chillen und so. Und dann sagte so ein Mädel, ja, dann sagte ich so zu dir, kennst du ApoRed eigentlich? Und sie so, ja, den kenne ich. Meinte, woher kennst du den eigentlich? Und ich dachte irgendwie, ich wollte mal wissen, ob der wirklich irgendwie durch die YouTube-Startseite irgendwie angezeigt wurde. Oder keine Ahnung, woher der kommt. Und die so zu mir, ja, der Stich, das ist mal ein Video gegen den gemacht. Daher kenne ich den. Ich denke mir so, Digga. Ich hab Red gepusht, Alter. Und auch andere Leute so, die, ey, yo, diesen Red vorher, ich kannte den gar nicht. Nur durch dein Video habe ich den kennengelernt, hab den auch direkt abonniert und einen Daumen nach unten gegeben. Bruder, ganz ehrlich, wegen dir richtig krass und so. Ich dachte mir, ey, heftig. ApoRed? Du, warum pushst du mich dann nicht? Aber ist ja nicht schlimm, weil ich bin nicht so. Ich gönn dir ApoRed. Jetzt hast du immerhin durch meinen Push deine 12 Abonnenten gemacht. Ich hab meine 4000, Alhamdulillah, ich bin glücklich, aber ich bin real. Weißt du, ich bin real. Ich push dich gerne nochmal, wenn du willst. Ich werde dich jetzt sogar in diesem Video, bei Gott, ich werde dich hier markieren. Du kriegst noch einen weiteren Push. Und achtet mal drauf, Leute, nach diesem Video, achtet drauf. Geht mal auf hier, ApoRed's YouTube-Kanal und achtet mal drauf, wie viele Abonnenten da, nachdem ich mein Video hochgeladen habe. Ey, ich muss lachen, weil ihr werdet das nicht glauben. Klickt auf mein Video, das schaut ihr jetzt erstmal an. Und jetzt geht auf seinen Kanal und achtet mal drauf, wie viele Leute ihn abonniert haben. Sorry Leute, das war gerade mein kleiner Bruder, der war noch auf YouPorn und dann. Ey, wie geht's denn, Spassi? Du hast gar keinen kleinen Bruder, was laberst du? Ey, Shitan, halt's Maul, Alter, das ist Ramadan. Bro, okay, sorry, Alter, ich schreib dir den Abend nochmal, ja? Okay, Spassi. Ey, das hab ich gehört. Hä? Was denn? Du hast gerade Spassi zu mir gesagt. Nein, ich hab Hasi gesagt. Ah, korrekt, bis später. Die meisten Abonnenten kommen von mir. Ja, ich bin so. Ich hab sogar Bibis Mitverletzt gepusht. Aber das ist jetzt nur so nebenbei, das Mädchen, da weißt du, das juckt nicht. Aber ApoRed, Digga, Red, ich hab ihn persönlich gepusht. Ja, Leute, ich glaube, genug gelabert jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so sei, Daumen nach oben geben. Abonniert meinen Kanal. Und abonniert auch ApoReds Kanal. Du weißt, Bruder, ich push dich. Bro, du bist der Beste. Puh, wie ich gerade bei dem Mann blasen bin und der kennt nicht mal ein Video von mir. Jo Leute, ich laber nicht, ich bin anscheinend der realste YouTuber. Okay Leute, bis dann. Piu.